Jetzt hatten wir den Super Champion vorhin auch schon im Bild. Dann ist es selbstverständlich, Finja, dass wir natürlich auch deine so erfolgreichen Nachwuchspferde auch mit ins Bild nehmen. Deshalb freue ich mich, dass du Platz genommen hast im Sattel von Great Chester. Mit Great Chester lief das ja dieses Jahr ebenfalls fantastisch. Ne? Wenn ich nur an Paderborn noch denke, da wart ihr siegreich, da wart ihr top platziert vorne dabei. Da bist du sehr zufrieden mit deinem Schimmel, oder? Da bin ich sehr zufrieden mit ihm. Wir haben das Jahr dieses Jahr im April gestartet. Und auf unserem ersten Turnier war ich noch nicht so zuversichtlich. Da wurde ich dann gleich im M-Springen über den ersten Sprung aus dem Sattel katapultiert. aber mittlerweile haben wir uns echt gut zusammengefunden und ich glaube, ich konnte auch auf ihn so ein bisschen meine Freude übertragen, die Freude am Sport, die Freude am Vorwärtsgehen. Und jetzt zum Ende der Saison hat er wirklich mal geschafft, ein paar schnelle Runden zu drehen. Jetzt ist es so ein bisschen, man verbindet mit Finja natürlich immer so ein bisschen diesen kleinen, schnellen, so ein bisschen drahtigen Sportpartner. Bei Great Chester ist es zwar andersrum, er ist schon so ein bisschen großzügiger von seinen Linien, aber du hast es gerade gesagt, meinst du, dass er es so ein bisschen übertragen kann, so ein bisschen auch einfach deine Art, wie du es liebst beim Sport? Ich denke, dass dafür auch das Pferd so ein bisschen offen sein muss, das halt eben auch anzunehmen. Aber ich versuche das auf jeden Fall und ich glaube, wie gesagt, dass es mir eben bei ihm ganz gut geglückt ist und dass es mir bis jetzt bei vielen Pferden gut geglückt ist und dass das eben auch dann nicht nur auf den Typ vom Pferd ankommt, sondern dass man mit viel Geduld und immer dem Pferd sozusagen zu zeigen, es zu loben, wenn es auch wirklich was richtig gemacht hat, wenn es vorwärts geht, einfach diesen Spaß daran zu fördern. Und ich glaube, dann habe ich das ganz gut bei ihm hingekriegt und hoffe, dass ich das auch bei meinen anderen guten Pferden so hinkriege. Du sprichst es gerade an, eben mit den anderen guten Pferden. Das Tolle am Elmgestüt Drei Eichen, an Familie Möther, die haben nicht nur diese unglaublichen Ambitionen, diese Ambitionen eben zu diesem Sport, sondern sie haben auch wirklich tolle Pferde einfach auch in den Reihen, die du dann zur Verfügung bekommen hast. Hast du jetzt schon so ein bisschen das auch heraus selektieren können, wo die sind, wo diejenigen sind, wie du dich mit ihnen im Endeffekt auch so ein bisschen, wie du mit ihnen klarkommst? Ja, also klar hat man immer so ein bisschen auch ein Auge auf die jungen Pferde, ein Auge darauf, was könnte besser zu einem passen, was könnte schlechter zu einem passen. Ich habe jetzt gerade einen 4-jährigen Hengst, der damals Siegerhengst in Oldenburg war und meine 5-jährige Stute, die wir auf der Auktion vor 2 Jahren gekauft haben, die Familie Müther auf der Auktion vor 2 Jahren gekauft hat. Und ich glaube, damit habe ich 2 sehr gute nachkommende Pferde, die mir auch sehr gut liegen und die eben auch dafür, was wir gerade angesprochen haben, meine Begeisterung für den Sport eben auch gut aufnehmen und teilen und auch dann Pferde sind, die am Ende mitkämpfen werden. Ja. Es ist so, man braucht einfach auch, wenn man gerade eben etwas langfristig anlegen möchte, man braucht einfach auch die Pferde für die Zukunft. Man muss so ein bisschen diesen Weitblick einfach auch haben. Wie plant ihr das? Wie managt das? Weil ihr wisst, meine Güte, natürlich ist Levino da, der einfach da das Zugpferd ist. Aber man muss natürlich einfach auch mal so ein bisschen über den zeitlichen Tellerrand drüber hinausdenken, wie es dann aussieht. Sind das so ein bisschen die Pferde, die dann einfach auch, wenn sie sich dafür anbieten, einfach dann auch in diese Fußstapfen treten können? Auf jeden Fall. In der Hoffnung bin ich auf jeden Fall. Ich denke, die Fußstapfen von Levino, was er mir alles gegeben hat bis jetzt, das wird für jedes Pferd schwierig. das zu erfüllen, aber der Hoffnung ist man natürlich, dass man dann auch von diesen jungen Pferden Pferde dabei hat, die am Ende auch einen großen Preis gehen können. Mhm. Aber das ist auch immer eine Sache der Entwicklung von einem Pferd. Also bei einem 4- oder 5-jährigen Pferd kann man jetzt halt einfach noch nicht hundertprozentig sagen, wird es das am Ende mal springen oder wird es halt eben für eine andere Klasse ein tolles Pferd werden.
Es ist ja auch manchmal, wenn man Pferde in eine gewisse, ja, in Fußstapfen pressen möchte, das ist wie bei Menschen auch, dann ist der Druck einfach auch sehr, sehr groß. Ne? Ich glaube, man muss denen, glaube ich, auch so eine gewisse Leichtigkeit geben, dass sie auch die Chance haben, einfach hineinzuwachsen. Du kennst es von zu Hause, dich mit jungen Pferden nicht nur zu beschäftigen, sondern eben sie auch auszubilden. Du hast es mit deinen eigenen Pferden einfach ideal geschafft. Würdest du schon auch fast sagen, dass es wie eine Form auch von Leidenschaft ist, dass du sagst, meine Güte, es ist nicht nur allein das Turnierreiten, welches mir große Freude bereitet, sondern ganz besonders einfach auch, dass sich intensiv mit jungen Pferden aus zu beschäftigen und ihnen den Weg zu bahnen und ebnen? Sehr wichtig ist das für mich. Von Familie Mütter besteht da nie der Druck, dass ich auch mich unbedingt um die jungen Pferde kümmern darf. Ich habe auch anders von den älteren Pferden genug Pferde jeden Tag zu reiten, aber dieser Wille bei mir ist halt eben einfach da, weil ich denke, je länger man eine Bindung mit dem Pferd aufbauen kann, desto länger kennt man sich und das spielt einem einfach am Ende im großen Sport auch immer in die Karten. Ein Pferd in- und auswendig zu kennen, das Pferd kennt dich super gut und das kann nie von Nachteil sein. Pferde müssen, man kämpft für Pferde, die Pferde kämpfen für einen und gerade diese Symbiose ist etwas, was man nicht von heute auf morgen, glaube ich, entstehen lassen kann, sondern einfach nur über die Jahre. Hast du da ein Geheimrezept, dass du sagst, meine Güte, das ist mit der Art und Weise, gelingt es mir am einfachsten und am besten? Wie gesagt, ich versuche immer sehr doll, die Pferde einfach auf meine Seite zu bekommen. Ich versuche, die Pferde viel zu loben. Ich bin jemand, der sehr viel vorwärts reitet. Ja. Und eben einfach, um diesen Spaß auch am Vorwärtsgehen zu entwickeln. Gerade bei Hengsten ist das ja manchmal so, dass die davon nicht so super überzeugt sind. Aber ich glaube, dass das halt eben, die Pferde viel zu loben, ihnen einfach auch immer wieder den richtigen Weg zu zeigen und nicht sich auf irgendwas zu versteifen und zu versuchen, sie in eine Form zu quetschen, sondern trotzdem irgendwo jedes Pferd zu lassen, wie es ist. Und dann halt eben aber dieses Vertrauen vom Pferd zu gewinnen, dass es für einen kämpft, das ist, denke ich, sehr wichtig in der Ausbildung vom jungen Pferd. Jetzt haben wir über die Ausbildung gesprochen, wir haben über fast alles gesprochen. Jetzt müssen wir trotzdem noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben vorhin gesagt, dieses Wochenende geht's los. Jetzt schon wieder auch nach Oldenburg. Einige andere Hallenturniere stehen an. Gibt es so kurzfristige Ziele, wo du sagst, Mensch, da habe ich mich besonders drauf, will ich mich besonders drauf fokussieren? Und auch langfristige Ziele, wo du sagst, das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf für die nahe und ferne Zukunft? Natürlich kurzfristige Ziele. Am Ende auf jedes Turnier, wo man fährt, möchte man erfolgreich dabei sein. Wir dürfen jetzt in 3 Wochen auch nach Stuttgart fahren zum Weltcup-Turnier. Wir sind dort nicht beim Weltcup dabei, aber Lawine und ich dürfen auf unser 2. 5-Sterne-Turnier fahren. Und natürlich ist das immer so eine Sache, wo man sich dann auch beweisen will, wo man eben beweisen will, dass man es auch verdient hat, dabei zu sein. Danach folgt dann noch München, wo noch mal ein paar Punkte vielleicht für die Riders Tour bei rausspringen könnten. Ach nee, dieses Jahr ja leider nicht mehr. aber München, ein 4-Sterne-Turnier, davon gibt es am Ende auch nicht so viele in Deutschland, wo ich eben auch die Chance habe zu reiten. Ja. Und ja, dann lassen wir die Saison auf uns zukommen. Natürlich wäre es schön, noch das ein oder andere Mal auch im nächsten Jahr wieder bei einem 5-Sterne-Turnier dabei zu sein. Und dann halt eben auch hoffentlich mit einem anderen Pferd als mit meinem Lawino. Und dafür, glaubst du gar nicht, drücken wir dir allesamt ganz, ganz fest, ganz, ganz groß die Daumen für die kurzfristigen Ziele, die anstehen, für Titelverteidigungen, die im Übrigen ja auch anstehen in dieser nächsten Saison, auch in der Hallensaison. Wir freuen uns immer riesig, dich verfolgen zu können. Wir freuen uns riesig, dass wir heute haben hier bei dir sein können. War ein ganz, ganz großartiger Einblick. Ein bisschen in, ja nicht nur dein Arbeiten, aber im Endeffekt da, wo du hier auf dem Elmgestüt hier agieren darfst. Und tausend Dank, dass du uns empfangen hast. Tausend Dank, Finja. Danke, schön, dass ihr da wart.